Gregor, kleine Premiere mit dir in der 165. Folge, glaube ich, inzwischen von D25. Nee, 135 sind es, glaube ich, aber egal. Jedenfalls in allen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, haben wir eigentlich immer über ein Thema gesprochen. Jetzt müssen wir erstmal, bevor wir anfangen, mit einer Begriffserklärung anfangen, nämlich Venture Clienting. Sag mal, was ist denn das überhaupt? Ja, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ein Venture Client ist ein Wagniskunde. Ähnlich wie ein Wagnisinvestor, der in Startups investiert, ist ein Venture Client eine Person oder eine Firma, die ein Produkt von einem Startup kauft und benutzt. Und das ist deswegen ein Wagnis, weil natürlich ein Startup als Unternehmen, als Firma mit mehr Risiko behaftet ist als eine etablierte Firma. Das ist sowohl ein Produktrisiko, natürlich auch ein Firmenrisiko. Startups haben ja teilweise eine kurze Lebensspanne, auch aus anderen Gründen als das Produkt. Und deswegen geht man als Kunde hier natürlich ein Wagnis ein. Warum geht man ein Wagnis ein? Weil ein Startup ein Bedürfnis besser löst als eine etablierte Firma. Und dieses Bedürfnis hat eine gewisse Relevanz und deswegen geht man dieses besondere Risiko ein und erhofft sich dann natürlich durch dieses Startup-Produkt, durch diese Erfindung natürlich auch einen besonderen überdurchschnittlichen Benefit. Also ein Risikokauf sozusagen. Beschränkt sich dann das Engagement, das Investment desjenigen, der dann quasi als Venture Capitalist auftritt, auf das Kaufen des Produktes, auf das Verwenden des Produktes? Oder gibt es quasi eine Mischform, dass du sagst, okay, pass auf, ich verwende das Produkt und unterstütze dich noch mit so und so viel Prozent der Anteile, die ich kaufe? Ja, das kommt darauf an, wie man jetzt sein Venture-Client-Modell auslegt. Ne? Nehmen wir an, du bist jetzt ein Wagniskunde und bist ein großer Fan von Mountainbikes und gehst jetzt zu einem Mountainbike-Startup und findest, dass dieses neue Mountainbike jetzt ganz besondere Erneuerungen hat, die dich besonders interessieren. Und dann gehst du halt natürlich als Wagniskunde erstmal hin und kaufst dir dieses neue Fahrrad. Und jetzt könntest du natürlich sagen, zu diesem Fahrrad-Startup, ja, ich möchte aber zusätzlich auch investieren oder darf ich investieren oder gegebenenfalls mache ich das auch zur Kondition, könnte ich natürlich machen, wenn ich mein Modell so konzipiere. Muss man halt darauf achten, dass die wirklich guten Startups ja eigentlich schon genug Investoren haben. Und auch nicht unbedingt gerne ihren Cap Table weiter mit Startup, mit Investoren befüllen. Gerade Corporate Investoren sind natürlich auch ein bisschen öfters mal befangen. Insofern ist man natürlich als gut finanzierter Startup vorsichtig, weitere Aktionäre mit aufzunehmen und freut sich aber natürlich über jeden Kunden. In der Startup-Welt geht es so um, wenn mir ein Unternehmen 1 Million Investment anbietet als Investor oder 1 Million anbietet als Kunde, also Umsatz, dann würde jedes Startup natürlich den Umsatz vorziehen über das Investment. Also insofern sollte keine Kondition sein, den Kauf des Produktes mit dem Investment in Aktien zu verknüpfen. Es könnte eine Option sein. Aber hier muss man natürlich sicherstellen, dass das auf der Startup-Seite auch wirklich einen zusätzlichen Mehrwert bringt und auch wirklich notwendig ist. Ich gebe zu, ich kannte den Begriff vorher nicht und Journalisten machen ja dann immer eines, sie recherchieren. Und dann dachte ich mir, musst du mal gucken, wo kommt dieser Begriff her? Und tada, ich habe festgestellt, in allen Quellen stand, er kommt von dir. Du hast diesen Begriff quasi geprägt, auch diese Idee. Wie bist du darauf gekommen? Ich war damals 2014, als ich den Begriff geprägt habe bei BMW. Ich habe da im Innovationsmanagement-Strategie gearbeitet. Und ich habe mir damals überlegt, ich brauche einen
Vehicle, also ein Venturing-Modell, um von vielen Top-Startups schneller und besser mit weniger Risiko strategisch profitieren zu können. Und habe mir dann halt die unterschiedlichen Modelle angeguckt. Corporate Venture Capital hat meine Bedürfnisse nicht so erfüllt, weil ich dann mal relativ beschränkt bin auf eine sehr geringe Anzahl, unter 10 Startups pro Jahr. Acceleratoren fand ich auch nicht so, dass die Bedürfnisse oder wirklich das Potenzial von Startups gut ausschöpfen, weil man natürlich als auch Corporate Accelerator jetzt auch nicht so beliebt ist wie ein unabhängiger Accelerator, wie zum Beispiel ein Y Combinator. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, dass ich als BMW eigentlich am besten strategisch von Startups profitieren kann, indem ich halt einfach die Produkte kaufe und nutze. Weil nur wenn ich eine Technologie, wenn ich einen besseren Sensor ins Auto baue, habe ich auch ein besseres Auto. Eine Startup-Aktie kann ich mir schlecht ins Auto bauen. Und so, insofern war da diese Idee, als Kunde aufzutreten, und dann war halt der Gedankensprung, naja, ich bin halt Wagniskunde und habe es dann Venture Klein genannt, war sehr, sehr naheliegend. Ich wollte dem Modell auch einen Namen geben, der im Endeffekt auch die Beziehung beschreibt, weil das dann eigentlich auch für den Startup sehr viel einfacher ist zu verstehen, ja, was will denn der von mir? Wenn ich jetzt einen Hackathon organisiere oder eine Incubation oder eine Acceleration, das sind das ja alles so, ja, irgendwie Aktionen, ne? Aber es geht ja im Endeffekt, welche wirtschaftliche Beziehung gehe ich mit einer anderen Firma ein? Und basierend auf dieser wirtschaftlichen Beziehung kann ich natürlich auch gut planen, auch im Endeffekt besser zusammenarbeiten. Und wenn ich halt als Startup weiß, okay, das ist ein Kunde, dann habe ich natürlich ein klares Verständnis, wie ich jetzt damit umzugehen, und gleichzeitig auch auf der anderen Seite, auch innerhalb eines Konzerns zum Beispiel, ist ja auch oft Verwirrung. Ja, was mache ich jetzt mit dem Startup? Was ist eigentlich meine Beziehung zu dem Startup? Und zu sagen, okay, wir sind Wagniskunde, wir sind, weil wir im Endeffekt ja interessiert sind an dieser Lösung, dass wir die nutzen, weil es ein Bedürfnis löst, was andere Produkte nicht lösen, ist das eigentlich sehr eindeutig und dadurch sehr, sehr, sehr gut verständlich. Deswegen ist dieser Begriff Venture Client, hat sich dann ja auch irgendwo auch ein bisschen selbstständig gemacht und wird dann jetzt über BMW hinaus aufgegriffen, auch vor allen Dingen an Universitäten und auch von anderen Firmen. Wenn ich jetzt jemand wäre, der bei einer beliebigen Firma, der du dieses Modell vorschlägst, arbeiten würde und, sagen wir mal, mit dem Thema Investments nicht so viel zu tun habe, sondern mit der laufenden Produktion, dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, lieber Herr Gimi, was haben wir jetzt davon, wenn wir im laufenden Prozess etwas einsetzen wollen, von dem Sie selber sagen, naja, ein bisschen Risiko ist schon dabei, weil eben ein Wagnisprodukt sozusagen. Also wäre es dann nicht einfacher, wenn ich jetzt nur aus Produktionssicht sage, pass mal auf, wir bauen irgendwie so ein Testlab, probieren das Ding selber aus, wenn es gut ist, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Also ich frage mich, ist das nicht eine Operation am offenen Herzen sozusagen, bei der man sagt, jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Naja, also eine Firma, egal ob ich jetzt eine Technologie von Microsoft kaufe oder von SAP oder von einem Startup, ich werde sie immer erst pilotieren. Mhm. Das muss ich immer machen. Und da eine Firma ja, sagen wir mal, sehr viele Körper hat, kann ich auch das ein oder andere Körper hier benutzen, um hier einen Test zu machen. Das heißt, ich habe natürlich in der Regel irgendwie schon auch Bereiche in meiner Logistik, in meinen Fabriken, die ich für dieses Ausprobieren neuer Technologien für die Pilotierung benutzen kann. Und was wir halt sagen ist, es ist wichtig, ob jetzt die Technologie von SAP kommt oder von einem Startup, dass ich die in einem realen Nutzungsfall, in einem realen Use Case auch mit dem realen Endnutzer verproben kann. Was ja früher oft gemacht wurde, ist, ich habe ein Lab aufgebaut in Silicon Valley oder in Israel, habe mir da ein paar Startups eingeladen und dann habe ich halt ein bisschen mit der Technologie, da habe ich die ausprobiert. Aber der reale Endnutzer hat die Technologie nicht in die Hand bekommen. Es war auch nicht ein realer Use Case. Es war halt ein Lab in irgendeinem Startup-Ökosystem, aber weit entfernt von den Endnutzern. Ne? Und das wäre ein bisschen so, wie wenn ich bei dem Fahrradbeispiel bleibe, wenn ich ein
großer Fahrradfan bin. Und ich schicke dann meine Mama in irgendein Fahrradzentrum in, was weiß ich, Südfrankreich und lasse sie mal ein paar Runden auf dem Fahrrad fahren. Und dann kommt die zurück und sagt, ja, war irgendwie ganz cool und ja, gib doch mal 5.000 Euro aus für so ein Fahrrad. Würde ich auch sagen, also es bringt einfach mehr, wenn ich das wirklich bei mir zu Hause ausprobiere und da natürlich mir einen in diesem realen Umfeld natürlich auch einen Testbereich schaffe. Aber den haben in der Regel alle Firmen, weil wie gesagt, ich gehe auch nicht zur SAP und sage, hier sind 50 Millionen für eine neue Fabriksoftware und bitte übermorgen installieren, sondern es wird auch pilotiert. Alles im Leben wird pilotiert. Auch Privatpersonen pilotieren ja alles. Ne? Man kauft ja auch nicht die neue Flasche Wein, erstmal zwei Kisten von der neuen Flasche Wein für seine Hochzeit, sondern probiert auch erstmal ein Gläschen, bevor man die ganze Kiste kauft. Aber man probiert es halt gegebenenfalls selbst. Und das ist der wichtige Punkt hier. Nehmen wir mal an, es funktioniert also alles gut. Pilotphase überstanden, es scheint ein interessantes Produkt zu sein. Der Venture-Client kauft das Ding, das Unternehmen produziert, alles erfolgreich, kommt also auch zum täglichen Einsatz. Wie geht's dann weiter und wo liegt dann letztendlich der Benefit für beide Seiten? Also wo er für das Startup liegt, jetzt kann ich mir noch relativ schnell erklären. Was hätte jetzt zum Beispiel BMW davon, wenn die sagen, okay, Produkt eingesetzt, Startup floriert, Startup freut sich. Was hat BMW dann davon mittelfristig? Ja, BMW überlegt sich natürlich ganz am Anfang, bevor ich mir überhaupt den Startup suche, welches relevante Problem ist denn ungelöst? Und wenn ich jetzt halt ein Problem ein, zwei oder fünf Jahre ungelöst liegen bleibt, dann habe ich ja einen finanziellen Schaden. Entweder ich habe zu hohe Kosten oder habe ein geringeres Umsatzwachstum. Nehmen wir mal an, ich habe ein Problem in der Produktion. Zum Beispiel, ich möchte die Produktionskosten dadurch sinken, indem ich die Autos automatisch vom Band fahre. Ja, das ist eigentlich nur Produktionskosten, dazu sage ich auch die Emissionskosten, weil halt nicht ein Fabrikarbeiter sich ins Auto setzt, erstmal zweimal um die Fabrik fährt und das dann irgendwie abparkt. Ne? Das ist ein Problem, was die Automobilindustrie schon seit Jahrzehnten hat. Ne? Dann kann ich einfach effizienter die produzierten Autos vom Band fahren. So. Wenn etablierte Unternehmen mir diese Technologie nicht liefern können, wenn ich, um die zu bauen, das auch für mich viel zu komplex ist, ist ja vielleicht auch nicht mein Kerngeschäft, ich muss ja Autos bauen, nicht unbedingt Software oder Technologie, um Autos automatisch vom Band zu fahren. Und es kommen Startups, die sowas können. Ja, wenn ich das jetzt 3 Jahre oder 5 Jahre früher mache, dann habe ich halt jedes Jahr, ja, plus 10 Millionen Einsparungen, die ich sonst nicht hätte. Vielleicht ein einfacheres Beispiel, wenn ich eine Firma bin vor 30 Jahren und ich benutze Fax und dann kommt ein Startup um die Ecke und sagt, er hat E-Mail. Naja, wenn ich jetzt noch 10 Jahre warte, bis vielleicht auch jeder normale Technologieanbieter E-Mail anbietet, dann habe ich halt nochmal 10 Jahre mehr Faxkosten. Das sind dann mehr Papierkosten, weniger Kommission. Das heißt, die Schnelligkeit, auf eine neue Technologie zu wechseln, gibt mir natürlich einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ich halt schneller, moderner, das heißt mit einer höheren Kosteneffizienz etwas bauen kann oder auf der Produktseite, dass ich halt ein neues Produkt schneller auf den Markt bringe oder überhaupt auf den Markt bringe. Ne? Zum Beispiel famoses Beispiel, auch Apple benutzt sehr viel Startup-Technologien in seinen Produkten. Das wissen wir nur nicht. Ne? Zum Beispiel die Face ID, die im iPhone 10 2017, 18 ja ins iPhone 10 kam, diese Face ID Technologie stammt von einem israelischen Startup. Ne? Und wenn jetzt Apple diese Startup Technologie nicht benutzt hätte, dann hätte die Face ID vielleicht auch mal ein paar Jahre auf sich warten lassen oder sie hätte nicht so gut funktioniert vielleicht und dann hätte es weniger Umsatz gegeben. Jetzt hast du quasi das Thema Venture Clienting auf eigene Füße gestellt, also nicht nur den Begriff geprägt, sondern gleich auch noch in der Unternehmensform gegossen, heißt 27 Pilots. Was macht ihr genau da und vor allem, warum seid ihr jetzt wieder ein eigenes Unternehmen? Na, ich habe ja, nachdem ich den Begriff und das Modell 2014 bei BMW konzipiert habe, dann habe ich ja die erste Venture Client Unit, also eine Abteilung aufgebaut, die sich
spezifisch nur um das Thema Venture Clienting bemüht, ein Team drum aufgebaut, die Prozesse verfeinert und auch erstmal natürlich dadurch gesehen, funktioniert es überhaupt? Ist es schaffen wir es dadurch wirklich schneller an bessere Technologien zu kommen, um Probleme zu lösen, die wir selbst nicht lösen können bei BMW? Und über 3 Jahre habe ich gesehen, dass wir das schaffen. Die Anzahl der Startups, die wir transferiert haben, ist um Faktor 10 gestiegen. Die Zeit ist um über 2 Jahren auf unter 3 Monate gesunken. Also es hat einen großen Impact bei BMW generiert. Diese Venture Client Unit bekannte unter dem Namen BMW Startup Garage. Und erst in diesem Moment habe ich dann, oder auch über diese ersten 3 Jahre habe ich 2 Sachen bemerkt. Erstens, es sind andere Konzerne zu mir gekommen und haben gefragt, wie funktioniert denn diese BMW Startup Garage? Wie funktioniert denn dieses Venture Client Modell? Könntest du uns nicht unterstützen, vielleicht bei mir sowas aufzubauen? Und auf der anderen Seite habe ich innerhalb von BMW bemerkt, naja, ohne externen Support ist es auch schwer, so eine Abteilung zum Wachsen zu bringen. Eine Marketingabteilung bei BMW kann auch nicht ohne Werbeagentur oder ohne PR-Agentur gut arbeiten. Das heißt, jede Abteilung im Konzern braucht immer externen Support über eine Dienstleistung, die dann gewisse Technologie liefern, gewisse Daten. Und aus diesen beiden Elementen habe ich dann gesagt, naja, es gibt keine Firma, die sich wirklich mit Venture Clienting gut auskennt. Und dann habe ich halt den Sprung gewagt, eine Firma zu gründen, um dann sowohl BMW weiter zu unterstützen bei dem Betrieb der schon existierenden Venture Client Unit und anderen Konzernen dabei zu unterstützen, solche Venture Client Units aufzubauen und dann auch gegebenenfalls bei deren Betrieb zu unterstützen. Genau, das habe ich dann vor 5 Jahren gegründet, diese Firma, und war in dem Sinne auch sehr erfolgreich. War BMW dann quasi dein Venture Client, kann man das so sagen? Sehr gut, ja, genau. Das war der erste Kunde von 27 Pilots ein sehr, sehr wichtiger Kunde und war natürlich auch hier, sagen wir, der erste Proof of Concept, dass eine Firma auch externen Support braucht, weil die BMW Startup Garage ja schon seit 3 Jahren funktioniert hat, sehr gut gelaufen ist. Und das neue Team, was ich über 8 Monate antrainiert habe, bevor ich 27 Pilots gestartet habe, hätte das ja gegebenenfalls auch alleine machen können. Ne? Und wir sind heute, 7 Jahre später, immer noch als 27 Pilots wir nennen das Venture Client Solutions Provider, der also die BMW Startup Garage unterstützt, immer noch. BMW ist immer noch unser Kunde und sieht auch danach aus, als ob das noch eine Zeit lang so bleibt. Lass uns doch mal bitte ganz zum Schluss von dieser neuen Folge von D25 das machen, was normalerweise zuverlässig schief geht. Wir machen es trotzdem. Wir riskieren nämlich den kleinen Blick in die Glaskugel. Gerade wenn man vom Thema Startup spricht, ist es ja immer spannend zu gucken, welche Trends sich da irgendwo entwickeln, wo geht die Reise hin. Als Außenstehender würde ich sagen, es hat irgendwas mit KI zu tun, aber vielleicht sagst du mir jetzt auch ganz was anderes. Kannst du Trends erkennen, wo es gerade wirklich interessant wäre, in welchen Branchen Startups sind, bei denen du sagen würdest, hab mal ein Auge drauf? Ja, bei solchen Sachen halte ich mich immer gern zurück und bin eigentlich auch ganz froh, dass ich das machen kann. Den wichtigen Trend, den ich sehe, ist, dass die Relevanz des Startup-Ökosystems weiterhin stark steigen wird. Im Gesamtkonstrukt einer Wettbewerbsfähigkeit einer Firma, aber auch der Wettbewerbsfähigkeit einer Nation. Das heißt, diese neue Komponente, früher war es ja im Prinzip Komponente A war Staat, hat neue Sachen erfunden, eine Lufthansa, eine Telekom ist irgendwie aus dem Staat entstanden. Es waren Universitäten, aus denen viel entstanden ist. Natürlich etablierte Konzerne haben dann halt Sachen erfunden. Aber diese neue Quelle, Innovationsquelle, Startup-Ökosystem wird auch in der Zukunft verstärkt wachsen, verstärkt Bedeutung gewinnen. Und eine Firma oder auch ein Staat kann sich es in der Zukunft wirklich gar nicht mehr leisten. Früher war es vielleicht noch ein bisschen optional, ne? Also wenn ich halt im IT-Bereich war in der Pharma,
dann bin ich ohne Startups auch schon in den 80er, 90er Jahren nicht mehr ausgekommen. Und heute ist es, glaube ich, eine Sache, wo wir sehen, dass auch Mittelständler stark von dieser Quelle profitieren, auch Regierungen, ne, die halt sehr viel mehr darauf draufsetzen, Startup-Technologien zu nutzen, nicht nur zu fördern, sondern auch wirklich zu nutzen, in ihre Prozesse einzubauen. Das ist ein Trend, der wird noch weiter stark steigen und ist auch gut so. Also, liebe Hörer von D25, wieder was gelernt. Es gibt andere Wege, sich gute Finanzierungen oder sagen wir mal Starthilfe für ein Startup zu verschaffen. Es muss nicht immer das klassische Business Investing sein, sondern es geht auch das Venture Clienting. Was das ist, haben wir heute mit dem Mann besprochen, der den Begriff und die Idee erfunden und geprägt hat, nämlich Gregor Gimi von 27 Pilots. Gregor, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Danke dir, hat mich gefreut. War super.